Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem völlig durchgeknallten Spiel Death of the Reprobate. Und das bedeutet so viel wie Schurke, wie ich erfahren habe. Das ist die Demo, gibt es kostenlos auf Steam. War ein kleiner Tipp von der guten Turi. Und wir machen einfach, gehen einfach mal direkt rein. Ich weiß gar nicht genau, was uns erwartet. Ich glaube, es ist herrlich bescheuert. Macht euch bereit für durchgeknallte Action. Das ist nicht vertont, leider. Morning, Nerds! Who's ready to be sentenced to a cruel and painful death? Me, please! Ja, und mein erster Gedanke war Monty Python. Und Monty Python ist natürlich super. The throne room of Malcolm the Terrible, interim leader of the North. Well, well, well. What do we have here then? This one hasn't paid his taxes for 6 weeks. What have you got to say for yourself, tax cheat? I ain't got no money and I ain't got no job, so... Enough! Off with the sad, 12 years in the dungeon, banish him, give him a week in the stocks. Okay, was machen wir? Kopf ab. Der Schurke hat was von Fabian Käufer. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit in jedem Fall. Milde walten lassen. Das wäre ja dann... Give him a week in the stocks. Nein, off with his head. Off with his head. Yes, sir. A splendid verdict, your grace. Name your crime! He did poop in the street! That's not a crime! But I stepped on it and it was stinky! Yuck! Have him hung, drawn and quartered. Flay him and leave him out for the ravens. Have the town crier imply he's a pedophile. Oh god! Eviscerate him. Flay him and leave him out for the ravens. Flay him and leave him out for the ravens! You got it! Great judgment, my lord. He will think twice before pooping in an unsanctioned location again. Don't tell me! Sheep of the ring! Oh, God. Sheep of the ring! Coddle his giblets. Das ist natürlich schon jetzt ein Englisch, was nicht so unbedingt Schulenglisch ist, aber man kann sich ja so ein bisschen abstrahieren, wie die Strafe aussehen könnte. Souse him in herring piss. Flatten his siblings with a mullet. Inject tallow into his pituitary gland. Wir nehmen die Souse him in herring piss. Oh, ist es zu laut? Entschuldigung. Die Musik ist zu laut. Ich möchte mich entschuldigen. Entschuldigung. Das nehme ich auf Nikolas Kappe. Sauce him in herring piss! Can do! That pervert had it coming. A fair and balanced ruling, sire. Shut up, Lenny! What has this scamp been up to? Scamp? This scamp? This one isn't a prisoner! He's a messenger from the Low Countries with an urgent message from your father. If he isn't a prisoner, why did you bring him in on the bad boy's barrow? He has traveled a long way. He seemed a little weary. Fair enough. Encase his flaccid genitalia in malachite, then show him a picture of a tit. Remove the skin from his torso, then bathe him in gooseberry juice, drill a hole the size of a walnut in the back of his skull, then whisper sad poems into the void, remind him of the joys of his youth. Was ist das? Die schlimmste Folter ist natürlich remind him of the joy of his youth. Don't you want to hear his message first? Yes, I suppose that would be wise. What news do you bring from my father, mailboy? Immortal John is dying.
He requests your presence at his side, my lord. Papa is dying? What lovely news! Did you hear that, Lenny? Papa is dying. Lovely news. And requests my presence at his side. To finally bequeath me his estate and title, no doubt. Let us depart without further delay. Wir besuchen also das Anwesen unseres Vaters, der ohne Zweifel noch reicher und höher an Rang ist als wir, in der Hoffnung, dass wir erben werden. All jenes, was er uns voraus hat. Greetings, Papa. Sorry to hear about the whole impending death thing. Was there something you wanted to bequeath? I mean, say to me? Look, this intro is already way too long for a demo, so I'll cut to the chase. It's good deeds this time. You gotta do 7 good deeds by sundown. But... No buts. 7 good deeds by sundown. And change out of those ridiculous clothes before someone throttles you for one of the gaudy baubles. Yes, Papa! Oh, that is better. Now piss off, I'm sleepy. How should I? The Lord will guide you. Yes, Papa. Das ist ja herrlich bescheuert. Okay. 7 good deeds by sundown. That can't be too difficult. Your inventory is located at the top of the screen. Middle click to highlight hotspots. Paint. Point and click to interact with your surroundings. Okay. Oder mit H. Ah. Mhm. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Also ein klassisches Point and Click. Ganz klassisch, ohne irgendwelche Verrücktheiten. Looks like the door to some sort of barn. Absolutely no reason to believe there might be nude men doing rude things in there. okay. Kann ich es aufmachen? It's locked. Nee. Okay, dann... Da kam ich raus, oder? Ja, was ist da mit der Apfelverkäuferin? Mit der rede ich mal. Nee, ist eine Kartoffel. Schmeißt der die Kartoffeln immer ins Wasser? Hello. 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 What are you guys up to? Why are you shooting a bunch of rocks? Ach, das sind Steine. Into the water. What will you do when you run out of rocks? Why are you shooting a bunch of rocks into the water? This is a small town. Far from the gaze of the ruling elites in the big city. Many people come here for a quiet life. Others come to escape their past. We came here to be free of the laws that govern the rest of this land. And we choose to exercise this freedom by shooting a bunch of rocks into the water. I don't think there are any laws in the rest of the land that would prohibit you from shooting a bunch of rocks into the water. It's just a bit odd. Maybe not actual laws, but social laws that dictate what it is, what is or is not considered odd as you say it. We came here to escape such judgment. All we ask is to be able to shoot a bunch of rocks into the water in peace. Okay, fair enough. Das ist ja sehr ehrlich bescheuert. What are you guys up to? Just shooting a bunch of rocks into the water. Okay, okidoki. Das führt doch zu nix. Was haben wir noch? Wir haben den Dudelsackmann. Kann ich erst mal machen? Das kann ich nochmal machen. Okay, wir haben... Das war ein Peace-Zeichen, aber vielleicht bedeutet es im Mittelalter was anderes. Wir wissen es nicht. Die Fischerboys. Lass mal gucken, was die Fischerboys zu sagen haben. They are engrossed in nature's majesty. In nature's majesty at the moment. I think I leave them to it. The Lord? The Lord? I think that's our Lord God Almighty dangling a large red arrow above a fisherman's head. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir mit dem irgendwas machen müssen. Ne, das sind die Fischer Boys. Ne, mit dem. Ah, was ist das?
Ah ne, warte, das war die Tür, da waren wir schon. Reden wir doch mal mit denen. Hello? Please, just pretend I'm not here. Looks like some kind of bird or something. I can't reach him over there. And I'm not sure slapping him in the face would be a great idea anyway. Gehen wir mal mit dem anderen Dudelsackmann. Questionable Pipers. Oh, ich applaudiere. Bravo! Und wahrscheinlich da das gleiche, oder? Also, wer singt mit, das ist ja schön. Können wir aus dem Bild heraus wandern? Nö, vielleicht müssen wir tatsächlich hier noch... Oh, warte mal, da ist eine Hand. Was ist denn das? Ah! Alter Schwede. Okay. Ich glaube... Jawohl, das ist ja eigentlich der Ort unseres Vaters. Da sind wir ja hingereist, oder? A naked man dangling precariously from a gable winch. Wir öffnen mal die Tür. It's locked. Knackt. Market Stall. Wo haben die diese Bilder? Das haben die doch nicht alles selber gezeichnet. Haben die das von alten Gemälden einfach entnommen oder so? Wo haben die diese ganzen... Das ist doch nicht... Das macht man doch nicht selbst. Das ist der Hawker. Hello. Hello. Where are you? Can I have some fruit? How have you got those geese to stay so still? Maybe they are sleeping. Maybe they are sleeping? Or they are sleeping? Maybe they are sleeping. Can I have some fruit and or vegetables? Absolutely not. What if I ask you nicely? Then I will decline you nicely. Who are you? Who are you? I'm Tante della Pissin' Pants. Tante della Pissin' Pants. The local fruit and or veg and hawker. I buy the fruits and or veg from the fruit and or veg farmers. Then I sell them to the people who want fruit and or veg. Why don't the people who want fruit and or veg purchase the fruits and or veg directly from the fruit and or veg farmers? Farming fruits and or veggies is a full-time job. The fruit and or veg farmers are great at farming fruits and or veggies, but they don't know how to shout loudly about their respective attributes to wave them around in the air like I do. They also can't haggle like I can. So I buy the fruits and or vegs from the fruit and or veg farmers at market value, then use my skills as a hawker to sell them on a higher price. So your job is to falsely inflate the value of fruits and or vegs? No, that's an intentionally offensive oversimplification of my role in the process and I don't appreciate it one bit. Sorry. Goodbye. Goodbye. Und mit dir kann man auch noch irgendwas machen. I don't want this fusty microbes seeping into my fingers pores. Okay, der ist betrunken. Was ist hier? I should probably ask first. Ja, dann mach das doch. Ah, ne, kann ich nicht mehr, oder? Keep those lips to yourself, Mister. Achso, sorry. Okay, man darf nicht mit seiner Frau sprechen, die ist eifersüchtig. Hab ich doch. Na gut. Was haben wir noch? Da oben. Den gucken wir uns erstmal an. Der schwingt umher. I wonder how he got up there. And why he has no clothes on. And who is his personal trainer? So many questions. Da oben? Es gibt ja überall was, das ist wie ein Wimmelbild. Es gibt überall was zu entdecken. Hier oben so eine alte Knatschfrau, die dem armen Herrn, der nur aufs Dach geflohen ist, um dem Alltag und seinen Unannehmlichkeiten zu entkommen, mit dem Besen auf dem Kopf. Der arme, arme alte Mann. Der wedelt das schwarze Tuch. Looks like some kind of bird or something.
Ach, der kackt in den Schornstein, meint ihr? Ach so. Das kann natürlich auch tatsächlich so sein, ja. Oh. Da flog ein Vogel davon. Ja, er singt wieder mit. Okay, kann ich sagen, was ist mit dem? Wir machen einfach Musik. Ja, wir machen einfach nur Musik. Der regeligen Spielkarten. Forest People. Wir reden mit den Forest People. I'd like to enter the forest, please. Go for it, lad. We ain't gonna stop you. You are the master of your own destiny. Actually, wait. This is just a demo. We should probably limit him from being able to play the entire game, right? Good point. Yeah, I think it's piss off for now, champ. Sorry. Okay, mir gefällt das total. Es ist wirklich lustig. Es ist total durchgeknallt. Ich weiß nicht, wie lange das so als Spiel einpackt, aber dieses völlige Abstruse ist schon zumindest mal jetzt zu Beginn sehr unterhaltsam. It's a massive chalice with a tiny snake inside. Ein Kelch mit einer Schlange. Kann ich das nehmen? I don't want a massive chalice with a tiny snake inside. Shoo! Antwortet nicht. I guess he doesn't really have anywhere to go. Das stimmt auch nicht. So, der singt mit dem, singt er nur. Was kann der noch machen? I'm allergic to alcohol. It makes me a belligerent, overbearing twat in the short term. Gives me migraines in nausea in the medium term. Nausea, ne? Wie spricht man das aus? Nausea? And nausea in the medium term. And slowly destroys my liver, leading to my painful, untimely demise in the longest term. You're not allergic to alcohol, doof. That's exactly what it's meant to do. Then why do you drink it? For fun. You don't look like you're having loads of fun. This is nice young. Okay. Was kann man hier dem, was ich fummel nochmal? I don't want to wake him. He looks like he needs it. Kann man dem was klauen? Nee. Oh Gott, was. Wir wollen aber nicht am Gemächt. Na, wir gucken erstmal. Sleeping like a baby. A disgusting, drunk, old, piss-spattered baby. Da geht's wieder raus. Magnum Opus. Urinating Drunkard. Es gibt doch immer in... Da das Ei will... Was ist denn mit dem Ei? Da ist doch ein Ei. Da, das. Nimm das mal. Oh Gott. Ups! Ich glaube, wir kriegen hier gar nichts gebacken heute. Ja, also es scheint mir so, dass wir in dieser Bar, wie man hier am Nippel ihn zwacken kann. Guck mal, das ändert sich. Wir gehen mal wieder raus. Wir müssen ja irgendwas Gutes tun. Da können wir auch noch reingehen, in dieses Etablissement. Das ist ein Freudenhaus. Oh. Er singt wieder, oder? Ja. This brightly young musician improvising around the... What? Makamnava Arta scale on an instrument I've never seen before. Da können wir jetzt was rausfingern. Haha. Endlich haben wir was erreicht. Yes! Fortschritt. Sprechen wir mal mit der Jungen. Hup, hup. Keine Antwort. Was ist mit diesem Eisvogel da? Lux, genau. Können wir aber nicht nehmen, oder? Au! Oh. Ja, das fandet der Mann bestimmt nicht so gut. Hello. Oh, die Augen gehen auf. Who are you? What is this place? Can you give me some spiritual guidance? What is this place? What is this place?
Bro, please, I'm trying to meditate here. Das ist Amerikaner übrigens. Can you give me some spiritual guidance? I'm pretty sure I was right on the cusp of a mystic revelation just then. Who are you? Who are you? I can't talk and transcend my physical form at the same time, buddy. I leave you in peace. Die sind alle wenig kooperativ, die haben kein Interesse daran, dass wir unsere 7 guten Taten erfüllt bekommen. Ups. Ja, da hat er recht. Aber wir können nochmal reden. Shake it. Also ich glaube, hier haben wir alles rausgeholt. Wir haben jetzt diesen Wurm. Ach, was haben wir denn eigentlich noch? The Magic Flute. Oh, was passiert, wenn wir die Magic Flute spielen? Okay, er darf hier nicht die Magic Flute spielen. Aber was passiert denn, wenn er hier mit dem anderen Künstler, kann ich hier... So, mach mal Magic Flute. Huh! What? Das ist ja lustig. Der macht ein Salto. Okay. Was ist... Das ist aber nicht der Vogel von... War das derselbe Vogel? Nee, der ist doch vorhin hier schon mal weggeflattert, oder? Weil sonst kannst du... Wenn das... Warte mal. Oh, Gedächtnis. Also wenn das der Vogel war, der gerade auch in diesem anderen... Also hier in dem Raum war, kann es natürlich sein, dass wir den jetzt an einen anderen Ort gebracht haben. Wo wir hin müssen, früher oder später. Kann ja sein. Geh mal rein. Oh Gott. Oh mein Gott. Feed me. As much as I love to bash him, that sort of thing is unfortunately frowned upon. Kann ich hier meine... Oh, ist das abgefahren. Das hier. She's quiet at the moment. I don't want to disturb the delicate balance of her universe. The one on the right looks like he was painted directly onto the rusty hull of a cockle trawler. Okay, das ist dumm. Aber mit ihm kann ich doch hier reden. Hello. Oh Lord. What now? Are you okay? Honestly, no. I think I have a postnatal depression. Postnatal depression. He calls it postnatal depression. I call it the lads. They use less twat. Looks to me like both. Ouch. Is there something I can help you with? Yes, please. These kids won't shut up. Can you make them stop for one flipping second? I'm not really into children. I wouldn't know where to start. It's easy, I can talk you through it. If it's easy, why don't you just do it yourself? You know that feeling when you are alone in the forest and you stumble upon a bear, and you turn to retreat only to discover you're surrounded by bears? And the bears are circling you, snarling, sunlight glinting occasionally off the immaculate claws. Except it's not bears in the forest, it's life! And you are frozen to the spot, terrified to move in case life notices you. In case life finally chooses to devour you. I have literally no idea what you're talking about. I'm just tired. Okay, fair enough. I'll try my best to help. Könnte das vielleicht schon die erste Aufgabe sein? So what do I need to do? To shut those dang kids up? Just have to put the babies to sleep and give the boy something to eat. Oh. How put I... The babies to sleep. Not a clue, they are overtired. They can't sleep because they need to sleep so badly. It's all just too much for me to deal with right now. They just need their swaddling blankets. But numb nuts over here lost them while gambling in the tavern. I didn't lose them, actually I bet them. And I lost the bet. Either way, the ringleader of those degenerates in the tavern wears our swaddling blankets as a turban now. Bummer. Okay, dann kann ich da in die Taverne gehen und das zurückholen. What should I give the boy to eat?
I have no idea. He's incredibly fussy. He rejects everything I give him and he doesn't have the vocabulary or the patience to tell me why. It's driving me mad. It's really not that difficult. I composed a rhyming mnemonic to help us remember his preferences. Nothing green and nothing blue. Nothing that he has to chew. No products branded with the logo. And also nothing containing cocoa. Okay, nothing green and nothing blue. Nichts Grünes und nichts Blaues. Und nichts, das er kauen muss. Milch? Das ist anstrengend. Goodbye. What? Also, warte mal. Was ist denn hier mit diesem Vogel da? Können wir den nicht erschrecken? Okay, also hier können wir nichts machen. Was habe ich denn? Ich habe dieses Ding da. Wer wollte was zu essen haben? Der da. Nee, will er nicht. Feed me! Das ist ja fürchterlich einfach. Ist das zu laut eigentlich, das Babygeschrei? Oh Gott. Ah, wir können die... Ja, okay, ich weiß. Wir können diese Kuh melken mit dem Eimer. Und dann können wir dem Viech Milch... dem Viech, Entschuldigung, dem Kind Milch geben. So. Give your mitts of my beef! Was? Wieso? Okay, ich muss den bekämpfen. Let's dance! Nee. I'm a skedaddle. Ist das bescheuert? Okay. Dann werde ich jetzt die Milch. Oh shit. What? Warte mal, ich. Das muss doch möglich sein. Warte. Oh, was jetzt? Hey, hey! Stop shitting down my flipping chimney, Fatso! Sue, get out of here! Plop, plop. I will bash you into a million pieces if you don't stop shitting down my flipping chimney! Please, sir, I implore you. Stop shitting down our flipping chimney! Your runny slope keeps extinguishing our fire. We are unable to cook our food, to heat our home, to burn our inculpatory financial documents. We cannot live like this. Alter Schwede, was haben die konsumiert? Was haben die konsumiert? Ja? Und jetzt? Was ist das? Der Vogel fliegt auch weg. Da gibt es auch einen Bonus, wenn man alle Vögel wegfliegen lässt. Irgendwas muss man noch. Oh, lol. Why would you do that? Wir müssen jetzt das Rätsel lösen. Wir müssen jetzt was mit der Kuh machen. Ach, warte mal, das ist ja ein Ochse. Das ist ja, die hat ja gar kein Euter, oder? Das ist ja... Oh, das ist ja gar kein... Mein Fehler. Aber hätte ich den Eimer nicht mit Wasser voll machen können? Oder was ist besser? Mit Scheiße oder mit Wasser? Vermutlich so, oder? Vermute ich. Wir könnten natürlich auch, naja. Oh, da ist der Tukan wieder. Aber wir müssen schnell raus. Stube hier auch, den haben wir gleich nicht angeguckt. Da ist vielleicht auch ein Hinweis verborgen.
Ja, und dann gibt's. Warte, nee, die Taverne war. Waren wir hier schon? Nee, waren wir auch noch nicht. Oh Gott. But the general ambience. Okay, die Affen unterhalten sich. Wir gucken uns mal jetzt nicht alle Bilder an. Wir gehen straight in den nächsten Raum. This scene isn't done yet. Piss off. Can I just... The lady said piss off. I can speak for myself. Thanks, Derek. So piss off! Wait, don't we need to do a bit of signposting about how you can tell the monkeys to alter the painting? I think you just did. Okay. Ich guck mir das jetzt nicht alles an. Da kommen wir vielleicht später nochmal wieder rein. Das sind die ganzen Bilder, von denen die Spielelemente entliehen sind. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Warte mal. Warte mal. Wo war noch diese Spelunke? War die hier? Nee, das war nicht die Spelunke. Da war doch dieser Typ mit dem Turban. War hier die Spelunke? Ja, da war die Spelunke noch drin. So. Und hatten die nicht hier das. Hat er ja nicht hier was verwettet? Hier bei Backgammon vielleicht? Da. Can I borrow your swaddling blankets, please? What swaddling blankets? The ones on your head. This is a turban, thank you very much. And that was actually really insensitive and potentially a bit racist. Sorry. Ja, ich will auch. Ich will auch Gambling machen. What are the rules of the game? It's super simple. You just have to guess what numbers the monkeys are going to roll on their dice. If you guess right, you win. And if I guess wrong, I win. Doesn't that mean you win the vast majority of the time? Yes, it's great. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch. Okay. Warte mal, nee, ich muss ja mitspielen. Pretty please. Okay. How am I supposed to guess the result of a random action? I'd like to make a guess now. The first dice will be a 2. The second dice will be a 2. The first dice will be a 5. The second dice will be a 4. Aber warte mal, es ist ein Rätsel jetzt, das eins, das man ernst nehmen kann. 2, 2, 5, 4. Actually, the first dice will be the number the first guy said first. 5. The second dice will be the number the second guy said first. Jetzt hat er nur ein Guy gesprochen. The second dice will be the number the second guy said first. Also er. Er ist der second guy. Das erste war eine Frau. Die hat gesagt 2-2. Das zweite war ein Typ, der hat gesagt 5-4. Und er ist auch ein Typ, also ist er der zweite Typ. The second dice will be the number the second guy said first. Er ist eigentlich der second guy. Und er hat gesagt, der erste wird das sein, was der andere Typ zuerst gesagt hat. Also eine 5.
Es sei denn, das Spiel nimmt es nicht so genau und... Okay, the second guy, ja gut, das kann auch vielleicht bedeuten... Ja, okay, the second dice will be the number the second guy said first, also eine 5. And don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. Okay. Alan... Assuming 7 becomes 1. Ach so, ach du Scheiße. Oh, and all 3s are 1s. And 2s are 2s, of course. Except in the final answer. Oh Gott, okay. The first dice will be a 2. Aber dann müssen wir die anderen Sachen noch dazu rechnen, oder was? Hat sie nicht gesagt, hat er nicht gerade gesagt, der erste. Es müsste eine 2 sein, oder? Ich glaube, es ist eine 2. Ich habe keine Ahnung. The first dice will be a 2. Okay, jetzt, nee, ich habe das andere natürlich nicht dazu gerechnet und dann. Nee, das stimmt ja nicht. Okay, ich müsste mir jetzt wirklich Gedanken machen. Ich müsste das jetzt ausrechnen. Er hat ja noch die Namen der anderen Leute am Tisch gesagt. Das könnte man mit ein bisschen Logik und so weiter sicherlich sich erschließen. Aber... You lose! Ah, okay. Bill, Dan, Brad und Abe. Das ist die... Reihenfolge. Ist dann Bill die 1, Dan die 2, Brad die... Muss ich mir das jetzt aufschreiben, oder was? Nö, ich mache mir ein Foto. Das ist viel einfacher. Ist das die Reihenfolge? Okay. Dann sage ich immer, Bill ist eine 1, Dan ist die 2, Brad ist die 3 und Abe ist die 4. So. Ah, okay. Jetzt sind andere Zahlen. The first dice will be a 6. The second dice will be a 5. Okay? The first dice will be a 6. The second dice will be a 5. Die sagen ja das gleiche. Actually, the first dice will be the number the first guy said second. Das ist die 5. The second dice will be the number the second guy said first. Das ist die 6. Also 5 und 6. And don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. Okay, aber wer ist Alan? Don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. Wer, was ist denn Alan's und Colin's number? Sind das die beiden Typen, die gerade gesprochen haben? And all twos are sixes. And sixes are fours, of course. Except in the final answer. Oh, hör auf. Wer ist denn Alan? Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Es gibt keinen Alan. Die Schlafenden, ja. Das, aber ich weiß ja nicht, wer das ist. Aber warte mal da. 3 und 1. Okay, wollen wir mal hoffen, dass... Der ist der Erste und der ist jetzt... Oh Gott, wie hießen die noch? Alan und Dingsbums. Also, the first dice. Das müssen wir einmal rechnen. Ach du Scheiße. Also der Erste war eine... War eine 5. Der Erste war eine 5. Und dann kommt aber noch... Ich hoffe mal der... Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sagen wir mal der. 5 plus 3... Wären dann ja 8, also 5, 6. Und dann geht es wieder bei 1 und 2 los. 6, 1, 2. Und 2 sind aber 6en. Also eine 6. Ist aber keine Möglichkeit. Hat er nicht gesagt, 2 werden 6en sein und 6en werden 4 sein. Also muss ja wieder 4 sein. Da muss eine 4 sein. Das zweite war, da hat er gesagt... Das zweite ist eine 6. Und dann müsste ja diese noch hinzukommen.
Dann wäre das eine 1. Das stimmt aber nicht. Ich will jetzt sehen, wer ist. Sleeping Drunkard. Wer ist wer? Ich muss doch die Namen muss ich da irgendwie rauskriegen können. Und ich darf ja auch nicht mit ihm reden, oder? Das machen wir jetzt nochmal. Ich weiß nur nicht, wer ist. Bill, Dan, Brad und Abe. Woher weiß ich, wie die heißen? Nein, nicht raus. Woher weiß ich, wie die heißen? Okay, wir machen das nochmal. Oh, die Musik. Also, place your bets. The first dice will be a 3. The second will be a 2. The first dice will be a 5. The second dice will be a 1. Also 3, 2, 5, 1. The first dice will be the number the first guy said second. Das wäre eine 2. The second dice will be the number the second guy said first. Das ist eine 5. Also 2 und 5. And don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer ist. Assuming 7 becomes 1. Ja, okay. Oh, and all 6s are 4s and 5s are 4s, of course. Also 6 und 5 sind 4. Except in the final answer. Was soll das heißen? Except in the final answer. Okay. Also, das hatte ich gesagt. Das erste ist eine 2. Und dann muss ich das noch dazu zurechnen. Das sind beides Einsen. Das macht es jetzt einfacher. Das erste war eine 2. Aber die 5 und 6 sind eine 4. Das ist in dem Fall ja egal. Also müsste es eine 3 sein. 2 plus 1 sind 3. The second dice, hatten wir gesagt, ist eine 5. Und da kommt noch die 6 dazu. Also die 1, meine, ist eine 5 und da kommt noch die 1 dazu, sind 6. Aber er hat gesagt, 6 wird eine 4 sein. Also muss es die 4 sein. Come on. What? Was haben wir falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Sechs, fünf, vier, drei. The first dice will be the number the second guy said first. The first dice will be the number the second guy said first. Das ist die 4. The second dice will be the number the first guy said first. Das ist eine 6. Also 4 ist die 1 und 6 ist die 2. And don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. 3 und 1. Jetzt weiß nicht, wer ist. Ich gehe davon aus, links muss Alan sein. Oder steht irgendwo ein Hinweis? Nee, ne? 6s are 2s and 5s are 6. 6s are 2s and 5s are 6. Aber sind denn auch... Oh Gott. 6 sind 2 und 5 sind 6. Except in the final answer. Okay, was hatte ich jetzt? Ich habe schon wieder jetzt... Mein Gehirn hat keine Lust mehr. Also... The first war, was the second guy said first, oder? 4 plus 3 sind wir wieder bei einer 1. 1, oder? 4 war das, 4 war glaube ich die erste Antwort, plus 3 ist 7, also 1. Oder? Was meint ihr? Lass uns mal zusammen machen jetzt. Ich sage, es müsste eine 1 sein. Was sagt ihr? Ihr seid
Ihr seid frischer. Du kannst fragen, wer die sind, aber die pennen doch. Die ganze Zeit. Ich sage, es ist eine 1. Wir werden sehen. Ihr habt auch keine Idee. Und das zweite war. Die zweite war das, was sie zuerst gesagt hatte, oder? Also eine 6. Aber eine 6 ist ja eine. Okay, verstehe. Except in the final answer. Okay, jetzt check ich das, glaube ich. Ich muss nur die Zahlen richtig kriegen. Also 6. Welche, was war eine 6? Eine 6 war eine 2 oder wie war das noch? War eine 6 eine 2? Und dann plus 1 wäre eine 4? Ach stimmt, who are you ganz oben? Ja, okay. War das so? Wisst ihr das noch? Was war die 6? War die 6 eine 2? Ja, wenn die 6 eine 2 war. Und da kommt jetzt noch 1 dazu, wären es eine 3, oder? Wir werden sehen. Ach du Scheiße. Das wird auch nicht einfacher mit jeder Runde. Ich muss echt fragen, wer ist. Da, danke schön. Oh nein. Okay, in the gallery. Boah, warte mal. Jetzt muss ich komplett ernsthaft. Jetzt muss ich zurück. Wo war das? Hier? Ach du grüne Neune. Also da sind die beiden Affen. Ist das, bin ich hier richtig und muss jetzt gucken, wo das Bild von denen ist oder was? Vielleicht ist es auch falsch, aber das könnte es sein. Oh ja, Alan ist cool. Okay, Alan ist der Rechte. Okay, Alan ist der mit der Kappe. Gut. Aber warte mal, vielleicht gibt es ja... Ah, die zeigen ja nur zwei Zahlen an. Also muss ja der andere sein. Es gab ja nur die beiden. Hoffe ich mal. Wilson. Oh, warte mal. Das ist ja Wilson. Also Alan ist klar, aber ist der andere Typ denn überhaupt... Oh. Drei zeigen Zahlen an. Ich habe die ganze Zeit nur zwei gesehen. Also der ist es dann nicht, aber dann können wir ja per Ausschlussverfahren sagen, der Typ ist es nicht. Also Wilson ist es nicht, dann wissen wir, Alan ist der mit der roten Kappe und Wilson ist der Typ, der da schnarcht. Dann wissen wir es jetzt ja. Dann müssen wir den anderen nicht finden. Galopp, 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 galopp. So. Und jetzt? Schreibe ich mir das mal auf, damit mein Gehirn mir das nicht immer... Okay. Dann, der ist hier Wilson, das ist der, wie das habe ich gesagt, Abe oder so, ne? So, Colin und Alan, dann nächster Guess, so. Muss mir das jetzt nicht mehr merken. 3 und 1, 6 und 2. So, alles klar. Actually, the first dice. Second. Zuerst gesagt. And the second. The first guy said first. Was? First. First. Okay. Also 3 und 6.
Ne, 6 und 3. 6 und 3. Okay. So, Alan. Alan's Number, das ist der mit der roten Kappe. To the first dice. Okay, Alan. First. Und Alan ist gleich, ist die 1. Twos sind Fives und Fours sind 2. Okay, so. Er hat aber nur von Alan gesprochen, das ist doch jetzt gar kein Problem. Also, der erste Dice ist ja eine 6. Die 6. Und Alan müssen wir beim ersten noch dazu zählen. Und das war eine 1, also sind wir bei einer 1. Es muss die 1 sein. So, der zweite war die 3. Und da kommt aber nichts mehr dazu. Und die 3 bleibt die 3. Also muss es die 3 sein. Warum ich jetzt nicht fertig? Alter, ich kann auch eine 6 gar nicht auswählen. Die 3 wird zur 6. Was? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. 2 wird eine 5 und 4 wird eine 2. Alter, Schwede, das gibt's doch überhaupt nicht. Lass mich in Ruhe jetzt. Da stand, die 2 wird zur 5 und die 4 wird zur 2. Die 3 wird zur 6. Habe ich das falsch aufgeschrieben? Das 7 gleich 1 gilt auch in der Final Answer, auf jeden Fall. Das stimmt doch alles gar nicht. Okay. Wir machen es nochmal. 1 und 3 und 1. Und das ist exakt das gleiche. Also, the first dice will be the number the first guy said second. The first dice, the number the first guy said second. Also eine 3. Und the second dice will be the number the second guy said second. The second dice will be the number the second guy said second. Also auch 3. Beides 3. And don't forget to add Alan's number to the first dice and Colin's number to the second dice. Ah, da ist der. Okay. Alan ist die 3. Sind beides 3. Okay, das ist ja beides 3. Und es sind beides 6en dann. So, und 6en sind 4en und 3en sind 3en. Except in the final answer. Ja, aber das ist doch keine 6 als Antwort. Kann ich mich verarschen? Alter, okay. Hier sind die 6en. Müssen beides 6en sein. In der Final Answer wird nichts geändert. Na, ah, ich habe mich verdrückt! Nein, ich habe mich verdrückt! Oh, warum passiert mir das? Warum ist mein Leben so? Warum verdrücke ich mich denn in der Situation? Ach Gott! Oh, oh nein, oh nein, oh nein! Oh. Oh Gott, das macht mich richtig aggressiv gegen mich selbst. Oh, ist das schlimm. Warum? Oh Gott im Himmel. Oh, es wird, kann das sein, dass es immer einfacher wird?
The first dice will be the number the first guy said second. The first dice will be the number the first guy said second. Also eine 2. The second dice will be the number the second guy said second. Auch eine 2. And don't forget to add Alan's number to the dice, to the first dice and Colin's number to the second dice. Also das heißt, bei dem ersten kommt noch Alan's dazu. Das ist eine 2. Und Colin ist auch eine 2. Jetzt machen sie es aber Baby-Eier leicht. Fours and fives and six are threes. Okay, vieren, aber ich glaube, dass es fast egal ist. Vieren sind fünfen. Und sechsen sind dreien. So. Also. Die erste Antwort ist eine 4. Da ist ja die 2 und die 2 kommen dazu. Es ist eine 4. Aber 4 sind 5 und 6 sind 3, aber nicht in der Final Answer. Das heißt, die 4 wird nicht zur 5, weil das die Final Answer ist. Das heißt, es müssen 2 Vieren sein. Bup. Ich freue mich gar nicht mehr zu drücken. So, die haben es eindeutig einfacher gemacht, oder? Für so, dass es halt jeder Trottel irgendwann checkt. Nee. Okay, wir waren aber grundsätzlich richtig. Oh, the results are random. Okay. Ich dachte gerade wirklich, ist okay. Okay, gut. Jetzt haben wir diese Blankets. Sehr schön. Okay, mit diesem erfolgreichen Versuch werden wir dieses fantastische Spiel mit dem völlig durchgeknallten Namen Death of Reprobate beenden. Es ist derzeit als Demo erhältlich auf Steam, kostenlos natürlich, und es ist völlig irre und durchgeknallt, aber das hat einen ganz eigenen Reiz. Ich weiß nicht, wie lange man das durchhält, so, wie lange, bis es einen erschöpft, aber es ist halt auch wirklich lustig geschrieben. Es ist nicht nur diese völlig überladenen, durchgeknallten Grafiken aus irgendwelchen alten Ölgemälden zusammengebastelt, sondern ich finde, dass es wirklich auch guten Humor hat. Es ist teilweise wirklich lustig. Ich weiß nicht, wie lange man am Stück das spielen kann. Vielleicht muss man es in kleinen Portionen verspeisen. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich wie immer. Selber Kommentare. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Eieiei.